Hoppla, Fehler wie diese kommen in GTA 5 glücklicherweise nicht häufig vor, zumindest in der PC-Version jetzt. Ja, Gott sei Dank ist das eine Seltenheit, die man in der PC-Version von GTA 5 sieht. Die läuft erstaunlich stabil. Wir haben Grand Theft Auto Online im Speziellen gezockt und ich muss sagen, der Super-GAU ist ausgeblieben. Es gab keine Serverabstürze, alles funktionierte soweit reibungslos, wenn man den Download hinter sich gebracht hat. Der hat sich ja oder der zieht sich immer noch leider ewig. Manch einer lädt schon seit Freitag oder seit der Preload gestartet ist, Ich immer glaube noch runter. Donnerstag. Donnerstag, ja, immer noch runter. Ja, 65 GB sind auch nicht so klein. Korrekt. Aber wenn man es einmal geschafft hat, dann hat man richtig viel Spaß, wie hier im Rennen von GTA Online, ne? Irgendwie muss man ja die Kohle zunächst ran scheffeln. Genau, darum geht es in GTA Online. Ihr müsst im Rang aufsteigen und Kohle sammeln, um die dann in Apartments und Waffen investieren zu können. Und Rennen ist nur einer der vielen Spielmodis, die es gibt. Aber die meiste Zeit verbringen wir leider in Lobbys. Das hat mich tierisch aufgeregt, bis man erstmal genügend Mitspieler zusammengefunden hat. Das gilt insbesondere für Deathmatches, die ja seit der PS4-Fassung und auch in der PC-Fassung jetzt mit 30 Spielern möglich sind. Theoretisch. Denn eigentlich ist das fast unmöglich, 30 Spieler voll zu bekommen. Normalerweise geht das Spiel schon schneller los, weil man einfach nicht die Geduld hat. Richtig, und wenn dann mal genügend Spieler vorhanden sind, kann es immer sein, dass einer abspringt wieder oder pennt und dann muss man wieder länger warten. Deathmatch ist übrigens mein Favoritspielmodus. Ich finde, das spielt sich insbesondere am PC durch die Maus- und Tastatursteuerung, das präzise Zielen einfach besser auf dem PC. Vor allem hier profitiert das Spiel auch wie in den Rennen von den 60 Frames. Und von der Ego-Perspektive, gerade in den Deathmatches und Team-Deathmatches, ist es auf dem PC auch nochmal ein Ticken besser, mit der Maus und der Tastatur in der Ego-Ansicht zu spielen. Online heißt, die müsst ihr erstmal freischalten, falls ihr das noch nicht wusstet. Die sind hier alle schon inkludiert, also alle bisherigen Updates sind in der PC-Version mit drin. Die muss man aber erst freischalten, das geht ab Stufe 12 und dann braucht man noch eine Luxusimmobilie. Und die günstigste kostet 200.000 US-Dollar. Das dauert eine Zeit, bis man die zusammengekratzt hat. Wenn man sie dann aber zusammengekratzt hat, dann machen die Heists umso mehr Spaß, vor allem wenn man es mit Freunden spielt oder zumindest mit einem Headset, weil da kommt es teilweise sehr stark auf die Kommunikation im Team an. Richtig, das gilt auch für andere Spielmodi wie Belagerung zum Beispiel, wo man eine Festung einnehmen muss. Das ist mit Freunden viel spaßiger. Ja, noch spaßiger mit Freunden ist auch, wenn man ihnen hinterrücks einen Kopfschuss verpassen kann, wie hier. Große Kunst. Auch spaßig, der Rockstar Editor, ne, der exklusiv der PC-Version beiliegt und mit dem man eigene Clips aufnehmen, bearbeiten und anschließend hochladen kann. Ja, das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie ein eigenes Schnittprogramm. Man kann hier, wie man sieht, eine Szene aufnehmen aus dem Spiel. Dann kann man die speichern und danach eben bearbeiten. Man kann zum Beispiel Filter drüber legen, die Länge anpassen, jetzt hier gerade im Bild. Und das dann auch alles auf YouTube hochladen. Und man hat Zugang zum kompletten oder zur fast kompletten Musikbibliothek in GTA 5. Das heißt, ihr könnt die ganzen Tracks aus den Radiostationen alle anwählen und einfach unter euren Clip legen. Einige Videos wurden ja schon hochgeladen und die Resultate sind ziemlich beeindruckend. Man braucht keine externe Schnittsoftware. Das ist ein wirklich gelungenes Tool, wenn man halt sich die Zeit nimmt und ein bisschen sich reinfuchst. Aber das gilt ja für fast alle Dinge im Leben, nicht wahr? Und gerade für so kleine Musikvideos ist es eigentlich eine ganz nette Geschichte, die sie da spendiert haben. Für mich nicht unbedingt ein Kaufgrund für die PC-Version, aber ein nettes Feature allemal. Zeit, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Und bisher macht GTA 5 für PC einen richtig runden Eindruck, Es wie macht ich wie auf finde. den Konsolen richtig viel Spaß, vor allem wenn man mit ein paar Freunden zusammenspielt. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die riesengroße Spielwelt aus GTA 5 ist einfach der Hammer. Hoffentlich schafft es Rockstar Games, die Download-Probleme zu beheben, damit endlich alle in den Genuss von GTA 5 PC kommen.